Man schreibt das Jahr 1887, als am 15. Dezember August Klaas in Klarholz das Licht der Welt erblickt. Die Eltern betreiben eine Landwirtschaft. Neben dieser landwirtschaftlichen Arbeit aber widmet sich der Vater schon recht früh einem ganz speziellen Gebiet. Dr. August Klaas erzählt. Und dann hat er schon in seiner Jugend eine kleine Dreschmaschine gebaut, wo sie ihr Getreide selbst dreschen konnten. Und so ist er dann allmählich mit den Zentrifugen angefangen. Als sich im Laufe der Zeit mehr Zentrifugenfabriken bilden, stellt er sich auf den Bau von Mähmaschinen und später auf Strohbinder um. Der Strohbinden war ja immer eine mühselige und schlechte Arbeit bei der Dreschmaschine. Und ich hatte nur diese angenehme Aufgabe, mich mit diesem Instrument zu befassen. Ich war hier, kritisch veranlagt und kritisch, bin ich irgendwie mit einem kritischen Auge, bin ich mir durch die Welt gegangen und habe mir gedacht, es ist doch nicht Gott gewollt, dass das alles nicht richtig funktionieren will. Es muss und es soll möglich werden, ein Apparat zu machen, womit mit dem nur jeder einfache Bauer ohne Regelstellen umgehen kann. 1913, 1914 kam mein Vater in Zahlungsschwierigkeiten, weil die Fabrikationen nicht mehr so rentabel waren. In dieser schwierigen Situation ergreift der älteste Sohn August Klaas die Initiative und gründet eine eigene Firma, in die er auch seine beiden Brüder Theo und Franz hineinnimmt. Da bricht der Erste Weltkrieg aus. Die Söhne müssen ins Feld. Nach dem Krieg war in Deutschland so schlechtes Bindegarn, dass wir mit dem normalen Garn nicht binden konnten. Da haben wir einen Knüpfapparat ausgearbeitet, der dickes und dünnes Garn band. Die wurden durch eine Kommission geprüft und da haben sie unsere Maschine als gut und als die beste empfunden. Die Produktion kann anlaufen und das junge Unternehmen Klaas beginnt zu florieren. Der Name Klaas wird allmählich zu einem Wertbegriff in Europa. Nach den Strohbindern kommen die Strohpressen und die Kunstdüngerstreuer. Während man bei Klaas konstruiert, versucht, entwickelt, bringen die USA einen Mähdrescher auf den Markt. Aber er entspricht nicht den europäischen Anforderungen. Die waren erstmal viel zu groß. Und zweitens haben die das Stroh zum Teil nicht alle mitgenommen. Wir waren auf Stroh angewiesen für die Stallungen. Professor vom Felde, der sich intensiv mit dem Problemenkreis einer Mähdrescherproduktion beschäftigt, wendet sich eines Tages an die Gebrüder Klaas, um sie an der Herstellung eines Mähdreschers für europäische Verhältnisse zu interessieren. Dr. August Klaas erzählt. Wir haben dann über Mähdrescher diskutiert und wir haben uns überlegt, Donnerwetter, es muss doch irgendwo möglich sein, dass wir dann so ein Ding auch für Deutschland bauen können. Und nach 4 Jahren hatten wir den ersten Mähdrescher fertig. Dieser erste Mähdrescher wurde dann nun der Landmaschinenindustrie vorgeführt. Nach der Vorführung, der Professor Formfelder sagte, ja, meine Herren, wie ist es denn nun? Welche Firmen wollen sich dann nun hier bei diesem Objekt beteiligen? Es steht jedem frei. Aber ein Stillschweigen bei den Reihen und es hat sich keiner gemeldet. Professor Formfelder ließ den Kopf an und sagte, Professor, das machen wir jetzt ganz alleine. 3 Jahre dauert die Entwicklung, bis 1936 der Mähdrescher in Serie hergestellt werden kann. Bis Anfang des Zweiten Weltkrieges werden etwa 1600 Mähdrescher gebaut. Nach Kriegsende geht es bei Klaas sofort wieder weiter. Die Engländer hatten hier uns zum Teil unseren Betrieb besetzt und hatten einen Mähdrescher beschlagnahmt und haben nach England geschickt und haben da geprüft und die war glänzend. Dann haben wir gleich nach England Mähdrescher exportiert. Von Attributen wie Wagemut, unternehmerische Initiative, fortschrittliche Planung ist hier berichtet worden. Aber die Hauptgrundlage für unseren Betrieb ist das Zusammenhalten der Gebrüder Klaas. Wir haben nie Streit und Zank unter uns gehabt. Wir haben immer stets zusammengehalten, ohne irgendwelchen Neid oder sonstiges Misstrauen. Nie bei uns aufgekommen. Sodass der Professor Pompel immer sagt, na, Mr. Klaas, ich war lange in England gewesen und redet mich immer mit Mr. Klaas an. Ja, das wird aber anders, wenn Sie jetzt mal Ihre Frauen heranholen, dann sollen Sie mal sehen, wie Sie das auseinanderbringen. Ich sage, das schlau. Na, ich kenne das, ich habe das so viel erlebt. Ich war bei den großen Firmen und überall, wenn man da hinter die Kulissen guckte, dann war das immer Zank und Streit, hin und her. Aber wir haben uns tatsächlich bis zum heutigen Tag in dieser Beziehung noch so zusammengehalten, dass uns auch in dieser Weise nichts passieren kann.